Erkenne deine fraktalen Lebensmuster. Heute möchte ich dich einmal auf deine unbewussten Lebensmuster aufmerksam machen. Hast du in diesem Zusammenhang schon einmal etwas von Fraktalen gehört? Fraktale sind Muster, die sich selbstähnlich in regelmäßigen zeitlichen oder auch räumlichen Abständen wiederholen. Wie weit auch immer du in eine solche Struktur hineinzoomst, immer wieder begegnet dir dieses Muster in gleicher Form. Das Ganze spiegelt sich in all seinen Teilen wieder. Schau dir mal einen Blumenkohl oder einen Romanesco-Brokkoli an. Hier kannst du die fraktale Struktur besonders gut erkennen. Denn die kleinen einzelnen Knospen bestehen wiederum aus kleineren Knospen, die ähnlich wie die größeren und letztendlich wie der Brokkoli als Ganzes aufgebaut sind. Auch Farne, viele Schwämme und Bäume weisen diese fraktalen Muster auf. Ein kleiner Zweig ähnelt in seinem Aufbau einem größeren Ast und dieser wiederum dem ganzen Baum. Dein Körper zeigt ebenso solche selbstähnlichen Fraktale. So ist aus ganzheitlicher Sicht der gesamte Körper im Fuß wie auch im Ohr abgebildet. Dies macht man sich beispielsweise in der Reflexzone und Ohrakupunkturmassage zunutze. Halte einmal inne und überlege, ob dir noch mehr solcher Beispiele einfallen. Interessanterweise heißt der Begriff Homöopathie übersetzt ähnliches Leiden. Der homöopathische Ansatz ist es, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen, wobei hier geistig-seelische Eigenarten und charakteristische Muster genauso berücksichtigt werden wie organische Symptome. Fraktale, also selbstähnliche Muster, findet man daher auch im Leben eines einzelnen Menschen. Jemand, der mit der Nabelschnur um den Hals als Kaiserschnittkind auf die Welt kommt, erlebt womöglich immer wieder ähnliche, einengende Situationen, in welchen er weder vor noch zurück kann. Immer wieder möchte er sich aus einer solchen Situation befreien, ob innerhalb der Familie, der Partnerschaft oder im Berufsleben. Auf körperlicher Ebene kann das Gefühl des Erstickens und der Enge, aber auch ein eingeklemmter Leistenbruch auf dieses Muster aufmerksam machen. Jemand, der in frühester Kindheit seine Mutter verloren hat, wartet womöglich auch heute noch ängstlich auf die Rückkehr einer wichtigen Bezugsperson. Denn das Muster wiederholt sich zwar, die beteiligten Personen können aber jedes Mal andere sein. Vielleicht ist es diesmal eine Verlustangst, die sich auf den Partner, das eigene Kind oder auch den Arbeitsplatz verlagert hat. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der Verlassenheit ist jedoch dasselbe wie damals als kleines Kind. Nun wollen wir einmal in deine Lebensgeschichte hineinzoomen und schauen, ob und welche wiederholenden Muster sich dort verstecken. Vielleicht magst du deine Augen schließen, um dich nicht durch andere Dinge visuell ablenken zu lassen. Gehe in Gedanken einmal dein ganzes Leben durch. Welche herausragenden Erlebnisse fallen dir da ein? Vielleicht gibt es mehrere, die dir spontan einfallen. Was war das jeweilige Grundthema oder Grundgefühl? Was war das Schlimmste oder Schönste, was dir in deinem Leben widerfahren ist? Was hat dieses Erlebnis für dich bedeutet?
Musstest du vielleicht früh selbstständig werden? Oder warst du lange Zeit so behütet, dass es dir zu eng wurde? Bist du das jüngste oder das älteste Kind oder ein Einzelkind? Und was hat das mit dir gemacht? Was ist typisch für dich und dein Leben? In welchen Bereichen kannst du dieses Muster wiedererkennen? Schau einmal deine ersten 7 Lebensjahre an. Was gab es da an bedeutsamen Erlebnissen? Und gibt es heute in deinem Leben ähnliche Situationen? Zoome noch näher heran. Denke einmal an letzte Woche, an gestern, an heute. Diese kurze Schau auf dein Leben kann nur ein kleiner Anstoß, eine Inspiration sein und einen Prozess der Reflexion in dir anregen. Doch dieses Reflektieren, dieses Bewusstmachen lohnt sich. Denn Erkennen und nochmaliges ähnliches Erleben sind die ersten Schritte, um unaufgelöste Muster zu durchbrechen, zu ändern und dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Wenn du einen weiteren Schritt auf deinem Weg der Bewusstwerdung und Transformation machen möchtest, dann besuche mich auf meinen 3-tägigen Retreats. Alle Informationen findest du auf chakratunes.com. Und für heute Nacht empfehle ich dir die geführte Meditation zum Einschlafen Manifestiere Wunder mit dem Gesetz der Anziehung. Den Link findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis morgen.